Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Update vom Splendens Wurf. Crowntail, Männchen und Tafel und Lokal Weibchen. Ich habe gestern sauber gemacht, aber ihr seht, es wird sehr schnell wieder dreckig. Das heißt, ich muss heute, spätestens morgen, wieder einen Wasserwechsel machen. Beziehungsweise den Mulm wegsaugen. Und ich wollte euch einmal ein Update zeigen. Die Jungtiere sind circa 2 Wochen alt. Und ja, hier vorne seht ihr ein kleines Baby. Das ist noch einer mit der kleinsten, denn da hinten haben sich alle versammelt. Wenn man das so schön sieht. Mal gucken, ob ich nicht das Mikro hier zuhalte. Und die sind schon relativ groß. Also hier oben war gerade eins. Da rechts ist schon einer ein bisschen größer. Dann da oben die zwei. Sieht man auch schon die Schwanzflossen und die kleinen Flossen. Die kleinen Bauchflossen. Nein, jetzt fokussiert er wieder nicht. Schade. Da. Nein. Wir sind jetzt schon recht flink. Ist auch nicht der Fokus hin. Schade. Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ihr könnt ja sonst nochmal zurückspulen und anhalten. Und die fressen aktuell Artemia, Frischgeschlüpfte und Mikrowürmchen. Noch mehr Mikrowürmchen sieht man da, sind überall, wackelt überall was am Boden. Und das fressen die nach und nach. Und durch dieses Futter seht ihr, bildet sich auch überall so ein Mullen. Und da ich auch immer täglich hier Licht anhabe, bildet sich natürlich auch Algen, deswegen sieht das alles so ein bisschen dirty aus, aber die Fische stört es im Prinzip nicht. Das ist wieder ein menschlich gemachtes Problem. Den Tieren geht super. Und ja, ich bin ja ein Freund von Clean Becken, weil ich die am pflegeleichtesten finde. Dann stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt diesen ganzen Pflaumen, den hier Babys und ein paar Schnecken gemacht haben, aus einem Kies aufmulmen mit kleinen Babys. Das geht nicht, das kriegt keiner ordentlich hin. Und ja, was hier natürlich zusätzlich drin ist, ist hier dieser Lufthängefilter. Der ist eigentlich viel zu überdimensioniert für das Becken. Ich habe auch Standfilter, aber wenn die noch so klein sind, dann benutze ich lieber die, weil ich da keinen Fisch aus Versehen zerquetschen kann. Und an den Filter bilden sich auch ganz viele Mikroorganismen, deswegen spüle ich den relativ selten aus. Das ist natürlich hier auch die Gefahr so gering wie möglich ist, dass hier Nitritpeak entsteht, denn dann werden alle Babys irgendwann auch tot und das wollen wir nicht. Ja, durch das Glas muss ich gerade durchfilmen, aber ihr seht das ja, da sind überall kleine Würmchen und die fressen die mal. Und ihr seht auch die Größenunterschiede ganz deutlich. Also der rechte ist schon ein bisschen größer und der linke ist fast noch wie frisch geschlüpft. Aber das ist völlig normal. Jetzt sieht man es ganz genau, die sind genau nebeneinander. Aber das ist wie gesagt völlig normal und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr mal einen Fischnachwuchs bekommt. Ja, und ich habe überall Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel das Blatt, was ich anbiete, wo die Tiere ruhen können. Und die Strömung ist auch so eingestellt, dass sie zwar vorhanden ist, um das Wasser umzuwälzen, aber noch so, dass die Babys keine Probleme haben beim Schwimmen. Genau, ich kann ja nochmal hier die Strömung zeigen. Die geht da in die Ecke rein. Und mein Thermometer ist auch weggeschwommen. Ja, ich habe hier noch ein paar Schwimmpflanzen, ein bisschen Entengrütze. Ansonsten hier den Topf, der ist hinten zu.
dass da auch, wenn die größer werden, sich niemand einklemmen kann. Da hinten ist noch eine Schnecke, die muss ich noch unbedingt entfernen. So, jetzt habe ich mal wieder richtig lange gequatscht, aber ich wollte euch mal ein ausführliches Update geben. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und aktiviert vielleicht auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Ihr könnt mir auch auf meinem Facebook-Account folgen und wenn ihr kein Facebook habt, sonst auch auf meiner Webseite. Da findet ihr auch das Zuchtbuch mit den Elterntieren. Link dazu ist in der Infobox. In diesem Sinne, tschüss.